Ich begrüße dich ganz herzlich zum Seminar auf der Osterkonferenz 2021. Schön, dass wir trotz aller Distanz gemeinsam Ostern feiern dürfen. Und wir sind ganz froh über jeden Einzelnen, mit dem wir zusammen dieses Osterfest feiern dürfen. Jetzt ein Seminar. Was ist, wenn mein Glaube herausgefordert ist? Was hält mich fest? Was hält meinen Glauben, wenn er herausgefordert ist? Wir haben Yassi Erik gewonnen, der dieses Seminar für uns hält. Jemand, der nicht aus der Theorie darüber erzählt, nicht nur jemand, der sich etwas angelesen hat, sondern jemand, der aus seinem eigenen Leben und mit seinem eigenen Leben das abdecken kann, wo sein Glaube immer wieder herausgefordert ist, was ihn wirklich hält. Yassi Erik ist Leiter des Europäischen Instituts für Migration, Integration und Islamthemen. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, ein langer Titel, an der Akademie für Weltmission. Und dort ist er auch Dozent und er hat hier auf der Osterkonferenz unseren Ostergottesdienst schon gestaltet. Und wir freuen uns jetzt auf das Seminar und die Zeit gemeinsam mit Yassi Erik. Ja, auch ein Willkommen von meiner Seite zu diesem Seminar zum Thema, was hält mich im Glauben, wenn es schwierig wird. Und wie ich heute schon von meinem Leben erzählt habe, ich war nicht immer im Glauben wie heute. Oder doch, ich habe geglaubt, aber nicht an Jesus Christus. Ich bin in einer islamischen Familie geboren, aufgewachsen. Und da habe ich, wie jeder Muslim, eine gewisse Vorstellung über das Christentum und über was Christen glauben. So, was ich in diesem Seminar machen werde, im ersten Teil, würde ich einfach erzählen, was ich geglaubt habe früher, was glaube ich heute und was hält mich im Glauben, wenn die Zeit, die Schwierigkeiten kommt. Vor ein paar Jahren habe ich einen muslimischen Freund, ich habe viele muslimische Freunde, der mich angerufen hat zur Osterzeit, weil im Islam, das ist eine Gewohnheit, wenn ein Fest kommt, die Muslimen rufen sich gegenseitig und man gratuliert sich beim Opferfest oder beim Zuckerfest. Und das ist etwas, was Normales. Ja. Und dieser Freund, sehr, sehr guter Freund von mir, ist ein Muslim und er rief mich an zu Ostern, an Ostermontag. Und er sagte zu mir, ich möchte dir ein gesegnetes Hasenfest wünschen. Er wusste nicht, was wir feiern an Ostern. Aber er hat gesehen, dass so viele Leute Osterhasen, Ostereier und so. Und dann dachte er, dass die Christen in diesem Fest, es geht um Osterhase und Ostereier. Und wenn ich ehrlich bin, das ist nicht nur meine muslimischen Freunde so denken, so die meisten Leute in dieser Gesellschaft, die nicht ganz mit dem Christentum zu tun haben, man versteht leider von Osten nur Osterhase, Ostereier und so weiter und so fort. Und dann habe ich meinem muslimischen Freund erzählt, das hat nicht mit Hasenfest zu tun. Ich weiß nicht, woher diese Tradition gekommen ist. Im Sudan haben wir keine Hasen und keine Ostereier und so. Man feiert Ostern völlig anders. Aber wie habe ich dieses Fest gesehen, als ich Muslim war? Als ich nicht die Bibel gelesen habe. Zwischen Islam und Christentum gibt es Gemeinsamkeiten, aber gibt es auch Unterschiede. Eine von den Gemeinsamkeiten, als ich Muslim war, habe ich an Gott geglaubt. Und jeder gläubige Christ glaubt auch an Gott. Das heißt, Glaube an Gott verbindet. Das heißt, ich muss von meinen muslimischen Freunden nicht erzählen, dass Gott existiert oder dass Gott Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Muslime per se sind religiöse Menschen und Gott spielt eine sehr, sehr große Rolle in ihrem Leben. Und deswegen müssen wir nicht so viel denken, wie ich mit Muslimen über Gott und über Glaube reden, weil das einfach etwas zu ihrem Leben gehört. So, Gemeinsamkeiten, dass wir an Gott glauben. Ein Unterschied ist, wer ist dieser Gott? Als ich Muslim war, Allah für mich, ein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er sitzt und er ist außerhalb Zeit, er kommt nicht in Raum
und er verlässt seinen Thron nicht. Und ich kann ihn nie erfahren, als ich Muslim war. Selbstverständlich gibt es viele Muslime, die eine Sehnsucht nach Gott haben und dass sie auch Gott suchen. Aber der Koran gibt es keine Grundlage, wo ich sage, ja, ich habe eine Beziehung zu Gott, die nicht nur auf meinen Wünschen her herausgeht, sondern von einem Dogma und die Theologie. Eine zweite Gemeinsamkeit, Muslimen glauben, dass auch Jesus ein Prophet ist, dass Jesus von Gott erzählt, geschickt worden war, dass Jesus ein großartiger Prophet ist, genauso wie im Christentum. Der Unterschied ist, Jesus im Islam, er ist nicht Gott. Er ist nicht der Sohn Gottes. Und er wurde nicht am Kreuz gekreuzigt. So der Islam lehnt die zentrale Botschaft des Christentums ab. Und hier betone ich den Islam, weil ich persönlich einen Unterschied mache zwischen Islam und Muslimen. Muslimen sind Menschen, die unsere Freunde, unsere Nachbarn, Menschen, die wir zu denen Brücken bauen müssen und Beziehungen zu denen bauen. Menschen, die wir zu uns nach Hause einladen können und Freundschaft mit ihnen einschließen und friedlich miteinander zu leben. Der Islam ist eine Ideologie und eine Religion, den ich in vieler Hinsicht auch ein bisschen kritisch betrachte. Und dieser Unterschied zwischen Dogma, Theologie und den Menschen ist sehr, sehr, sehr wichtig. So, wenn ich vom Islam rede, ich rede einfach, was der Koran sagt, weil auch Islam hat verschiedene Facetten. Es gibt die Schiiten, es gibt die Sunniten, es gibt die Mystiker, es gibt viele verschiedene Richtungen, die auch sich unterscheiden. Aber ich rede eher, was der Koran sagt. So, der Koran lehnt die Kreuzigung Jesu Christi ab. Mit einem sehr, sehr einfachen Grund. Der Koran oder die Verse sagen, wie kann Gott erlauben, dass sein Prophet so grausam ermordet worden war? Und das hat eigentlich mit einem Grund zu tun. Und dieser Grund ist, im Islam, im Koran steht dort, als der Mensch Sünde begangen ist, die Sünde war nicht gegen Gott, sondern war nicht nur gegen Gott in der ersten Linie, sondern der Mensch hat einfach etwas Falsches gemacht und hat es vergessen und Gott hat ihm später verziehen. Und deswegen gibt es keinen Grund eigentlich, warum ein Opfer geschickt worden ist, obwohl Muslimen jedes Jahr das Opferfest feiern. So, das heißt im Islam, Allah verlässt seinen Thron nicht. Und Gott kann auch nicht leiden. Das ist einfach eine sehr großer Unterschied. Was wir in Jesaja 53 lesen, dort dieser er wird Yahweh, dieser Gott, der leidet, die Prophetie über Jesus Christus, der wir glauben, dass er Gott ist, das finden wir im Islam nicht. So Gemeinsamkeiten, die Gott gibt. Aber Gott verlässt seinen Thron nicht und er kommt nicht als Mensch und stirbt nicht am Kreuz. Im Islam wie im Christentum, der Mensch begeht auch Sünde. Ja? Aber die Sünde ist nicht in der ersten Linie gegen Gott, sondern gegen den Mensch selbst oder gegen jemand anders. Und deswegen muss man gute Taten tun und damit man seine schlechten Taten ersetzt werden. Das war für mich als Muslim damals der Unterschied, was ich gelernt habe. Gott für mich damals war, er ist kein Vater, er verlässt seinen Thron nicht, er macht auch keinen Bund mit den Menschen, indem er ein Versprechen hält, wie jemand mit jemandem das ausmacht, wie wir das im Alten Testament finden, einen Bund mit Moses, mit Abraham, mit Noah und das neue Bund durch Jesus Christus. Und auch damals habe ich keine Gnade erlebt, weil Gnade im Islam, nicht, dass ich etwas bekomme, was ich nicht verdient habe, sondern die Sachen, die ich gut gemacht habe, wenn ich bete,
Allah kann gnädig sein, um meine Gebete zu erhören, und er kann auch meine Gebete nicht erhören. Gnade im Neuen Testament, ich bekomme etwas, was ich nicht verdient habe oder verdienen kann. Und darum feiern wir heute Ostern und dieser Ostersonntag. Wir glauben, dass Jesus Christus am Kreuz für dich, für mich, für uns gestorben ist, weil kein Mensch zu Gott kommen kann, es sei das durch Jesus Christus. So in Jesus glauben wir, dass Gott wahrer Mensch und wahrer, Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und deswegen könnte er deine Sünde, ihre Sünde, meine Sünde auf sich nehmen. Zu Weihnachten und zu Ostern, als ich Muslim war, Weihnachten könnte ich ein bisschen nachvollziehen. Obwohl nicht ganz akzeptiert, aber ich konnte ein bisschen nachvollziehen, weil im Koran auch Jesus wurde geboren von Jungfrau Maria und ohne Vater. Und diese ganze Geschichte kann man in Sura 19 lesen. Aber dort, der Koran bezeichnet Jesus nur als Knecht Gottes. Der Koran bezeichnet Jesus auch als nur ein Prophet, der gekommen ist, der gesagt hat, dass Mohammed nach ihm kommen wird. Und theoretisch mussten alle Christen an Mohammed glauben, weil der koranische Jesus das gesagt hat, dass Mohammed nach ihm kommen wird. Ja. Aber er ist nicht gestorben am Kreuz. Und das ist, wo Islam und Christentum sich vehement unterscheiden. So, für mich damals, Jesus geboren, ja, aber nicht Gottes Sohn, wie die Christen das behaupten. Und weil Gott hat keinen Vater, keine Mutter. Und ich habe, als ich Muslim war, ich habe den Begriff Gottes Sohn so biologisch verstanden. Ich dachte, dass Christen in der Tat glauben, dass Allah eine Beziehung zu Maria gehabt hat. Und deswegen ist Jesus Christus der Sohn Gottes. Aber selbstverständlich, als ich später die Bibel gelesen habe, wenn die Bibel sagt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, wir reden nicht von einer leiblichen Beziehung oder nicht einer biologischen Beziehung, sondern dass Jesus von Gott und zu Gott gehört. So der Koran hat völlig ein anderes Bild über Jesus Christus und deswegen glaube ich, dass Jesus im Koran hat mit Jesus in der Bibel gar nichts zu tun. Weil Jesus in der Bibel, er ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Er ist am Kreuz gestorben. Am dritten Tag ist er auferstanden und er lebt im Himmel. Eine Gemeinsamkeit zwischen Koran und Bibel, besonders zwischen Koran und das Neue Testament, dass beide Bücher sagen, dass Jesus Christus lebt. Obwohl der Koran die Kreuzigung Jesu Christi verleugnet, aber bestätigt, dass Jesus Christus lebt und er kommt eines Tages zurück und er wird die Menschen richten, nicht wie in der Bibel steht, dass Jesus seine Gemeinde mitnimmt, sondern wenn Jesus im Koran, Isa, wenn er zurückkommt, er wird den Antichrist umbringen, er wird die Schweine vernichten und er wird das Kreuz zerstören. Und das ist nicht der Jesus, von dem wir im Neuen Testament lesen, der, wenn er zurückkommt, er wird seine Gemeinde nehmen und die Menschen, die an ihm geglaubt haben, dass er Gott und Gottes Sohn ist. Es gibt einen zentralen Koranvers, den finden wir in Sura 4. In Sura 4 und sagt, und dafür, dass sie sagten, das heißt die Juden, gewiss, wir haben Al-Masih Isa, den Sohn Mariams, den Gesandten Allahs getötet. Und قولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. Aber sie haben ihn weder getötet noch gekreuzigt, sondern es erschienen ihnen so. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. Sie haben ihn mit Gewissheit nicht getötet. Nein, vielmehr hat Allah ihn zu sich erhoben. Allah ist allmächtig und alle weiß. Von diesem Koranvers lernen wir gewisse Sachen. Erstens, Jesus Christus wurde nicht gekreuzigt und nicht getötet. So wird zuerst wird die Kreuzigung verneint und dann der Tod wird verneint. Ja? Und zweitens wird
eigentlich die Juden wurden freigesprochen hier. Das heißt, der Koran sagt, die Juden haben Jesus nicht gekreuzigt und nicht getötet. Und die dritte Sache ist, dass Jesus Christus lebt im Himmel und er kommt zurück. Und das war ein entscheidender Punkt für mich, als ich Christ geworden bin. Als dieser Mensch zu mir sagte, Jesus lebt. Und ich wusste, dass Jesus lebt. Und dann habe ich mich gefragt, wem soll ich jetzt nachfolgen? Jesus, der lebt? Oder eine Ideologie oder eine Theologie oder etwas, nicht, was ich nicht erfahren kann? Und darum habe ich entschieden, diesen lebendigen Jesus zu nachfolgen. Islamisch gesehen, die Weihnachten zu akzeptieren oder die Geburt Jesu Christi zu akzeptieren, ist kein Problem, aber nicht die Kreuzigung Jesu Christi. So, von daher, wenn wir mit unseren muslimischen Freunden reden, wir müssen zuerst dieses Bild korrigieren, was im Koran ist. Jesus, der im Koran, hat mit Jesus, der in der Bibel, gar nichts zu tun. Die Christen glauben nicht, dass wir an drei Götter glauben. Wir glauben nicht, dass Gott eine biologische Beziehung zu jemandem gehabt hat. Wir glauben nicht, dass Gott ein Mensch war und dann Gott geworden ist, sondern wir glauben, dass Gott seinen Thron verlassen hat, wie das in Philipperbrief, er hat seinen Thron verlassen, er ist Mensch geworden, er ist Knecht geworden, er starb am Kreuz für uns. Und weil Gott allmächtig ist, er kann auch Mensch werden. So, in unserem Dialog mit unseren muslimischen Freunden, wir mussten nicht viel vom Islam wissen, um unseren muslimischen Freunden zu begegnen. Wir sollen unseren Glauben wissen. Du musst wissen, was glaubst du und wo du stehst. Und das zu bezeugen. Und wir müssen nicht Polemik gegen unsere muslimischen Freunde, um sie zu gewinnen. Weil das geht nicht um Kämpfen, das geht nicht um einen Wettbewerb. Das geht nicht, dass wir Leute von einem Club zu einem anderen Club bringen wollen, sondern wir wollen, dass Jesus Menschen begegnet. Und Jesus kann das und er tut das. Als wir hier reden, Jesus begegnet viele Leute in Saudi-Arabien, in Jemen, in Syrien, in Libanon, in Iran, in Irak, in Türkei, in Nordafrika, überall und auch hier in Deutschland. Und das ist mein Gebet, dass Gott dich auch heute begegnet, dass er dein Leben verändert, damit du deine muslimischen Freunde erreichen kannst. Das war mein Glaubens, was ich als Muslim war, bis jemand zu mir kam und er sagte zu mir, Jesus Christus ist für dich gestorben und ist auferstanden. Die Auferstehung Jesu Christi für mich als Muslim hat keinen Sinn gemacht. Und als ich damals gehört habe, die Muslimen, die Christen feiern die Auferstehung. Für mich als Muslim, die Auferstehung ist erst am jüngsten Tag. Wenn die ganze Erde und das ganze Leben zu Ende kommt, dann kommt die Auferstehung. Und ich sagte, wie können diese Menschen die Auferstehung jedes Jahr feiern? Damals wusste ich nicht, dass man von diesem Sieg Jesu Christi redet, der den Tod besiegt hat, der letzte Feind, die Menschheit, besiegt hat. Und weil das Grab ist leer, dürfen wir Hoffnung haben. Als ich Muslim war, habe ich Angst vom Tod gehabt. Warum? Weil ich wusste nicht, was mit mir passieren wird, wenn ich sterben werde. Alles, was ich damals geglaubt habe, ist Inshallah, das heißt, Gott will. Ich war ein guter Muslim, ich habe gebetet, gefastet und viele gute Taten getan, aber am Ende des Tages wusste ich nicht, wenn ich sterbe, ich wusste nicht, was mit mir passieren werde, weil im Koran keine Glaubensgewissheit gibt. Nur Allah weiß, wohin die Menschen gehen. Aber weil Jesus Christus den Tod besiegt hat und weil Jesus Christus vom Tod auferstanden war, weiß ich als Christ, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Warum? Ganz simpel. Weil Jesus Christus am Sonntagmorgen ist vom Tod auferweckt und sein Grab ist leer. In Israel, es gibt zwei Gräber von Jesus, wo die Leute wissen, er war hier und er war dort und die streiten. Aber ich habe zu mir gedacht, es ist egal, welche Grab, beide sind leer.
Und das ist eigentlich, was unsere Glaubens fest hat. Und das ist, was mich trägt, auch wenn ich in schwierige Zeit und in Bedrängnis verfolgt und wenn ich in einem großen Problem bin. Jesus lebt und mit ihm leben wir. So, wenn du uns heute hier hörst, dieser Konferenz, wenn du alles vergisst, was ich heute sagen würde, bitte vergiss eine Wahrheit nicht, dass Jesus lebt. Und wenn du an ihm glaubst, du wirst auch leben. Der Tod ist nicht das letzte Wort im Leben von jemandem, der an Jesus Christus glaubt. Deswegen bringt Corona mich nicht aus den Bahnen, weder Krankheit noch irgendetwas, weil Jesus das letzte Wort hat und nicht Corona. Was hält mich im Glauben heute, wenn ich in schwierige Zeit bin, wenn ich durch Herausforderungen gehe? Und darum möchte ich in den nächsten 20 Minuten einfach über ein Bibelwort mit euch reden und thematisieren, weil die Bibel mein Leben verändert hat, weil Jesus Christus mein Leben berührt hat. Ich bin Christ geworden, nicht weil irgendjemand mich überzeugt hat, dass der Islam falsch ist oder richtig ist. Ich bin Christ geworden, weil Jesus Christus mein Herz berührt hat. Das hat gar nicht mit dem Islam zu tun, sondern hat mit Jesus, der mein Herz berührt hat, hat mir den Mut gegeben, zu ihm zu sagen, ja, du bist mein Herr und Heiland. Und dieser Jesus wünsche ich jeder von uns auch heute her. Die Geschichte, die ich heute mit euch thematisieren möchte, kommt von Johannes Evangelium. Johannes Evangelium, Kapitel 21 und die Verse 3 bis 4. Die Szene war, was passiert einfach, Jesus wurde gekreuzigt. Die Jünger Jesu, sie haben ihr ganzes Leben als Juden auf den Messias gewartet. Und Jesus kam, er hat sie auserwählt, sie waren mit ihm 3 Jahre lang unterwegs. Er hat viele Wunder getan. Sie haben gesehen, dass er Lazarus wurde vom Grab aus auferweckt. Sie haben gesehen, dass Menschen, die Hunger haben, haben Essen bekommen. Sie haben Jesus erlebt, tags in und tags aus. Und sie waren mit ihm 3 Jahre unterwegs. So ihre Hoffnung war an Jesus Christus. Und deswegen haben die Jünger Jesu einmal gesagt, ja, einer wollte zu seiner rechten Seite sitzen und der andere wollte links und einer wollte so in diesem Kabinett Jesu Christi als Präsident oder irgendetwas. Sie haben geglaubt, dass Jesus Christus, dieser Messias, der kommt, der Politiker, der einfach diese ganze politische Macht an Israel zurückbringt. Und das war ihre Hoffnung. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir sind die Leute von Jesus Christus. Aber als die Verfolgung angefangen ist, als Jesus Christus festgenommen worden war, Petrus hat ihn verleugnet, Judas hat ihn verkauft und die anderen folgten ihm auf der Distanz. Und sie haben gesagt, diesen Jesus kennen wir nicht. So ihre Hoffnung wurde zerstört. Und plötzlich war Jesus nicht mehr da. Jesus, er ist die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde, die mit den Jungs, mit dem jungen Jesu, mit seinen Jungen unterwegs war. Und diese Herrlichkeit kommt durch Karfreitag. Jesus wurde gekreuzigt. Und die junge Jesu, ihre Hoffnung war zerstört. Sie waren im Boden zerstört. Ihre Pläne kamen durcheinander. Deprimiert, depressiv. Viele haben Jerusalem verlassen und viele waren einfach zu Hause aus Angst. Petrus, begegnen wir ihm hier in Johannes 21 und Vers 3 und 4. Simon Petrus, der so viele Wunder mit Jesus erlebt hat, sagte zu den anderen, sie waren im Gespräch,
Die anderen waren sehr deprimiert. Und Simon sagte, diese ganze Geschichte mit Jesus, das ist eigentlich zu vergessen. Er ist jetzt weg. So gemein. Er ist nicht mehr bei uns. Und wir haben gehofft, dass er uns rettet. Unsere Hoffnung ist zerstört. Und dann sagte er, ich gehe fischen. Ja, ich gehe einfach zurück und ich tue die Sachen, die ich immer getan habe vor Jesus Christus. Und ich war diese 3 Jahre mit ihm unterwegs und jetzt ist alles vorbei. Ich gehe einfach zurück. Ich schmeiße das einfach alles weg. Das Tragische ist, nicht dass nur Petrus sagte, ich gehe zurück fischen, sondern als er das gesagt hat, sagten die Bibel, sie antworteten, die anderen, die mit ihm sagten, wir gehen auch mit. So, Petrus hat sich nicht nur in die Irre geführt, sondern er führte auch anderen Menschen mit. Und deswegen musst du ganz vorsichtig sein. Jede Entscheidung, die du triffst, jede Entscheidung, die ich treffe, haben auch Konsequenzen für unsere Familie, für unsere Freunde und wo wir sind. Und deswegen müssen wir aufpassen, wie wir leben, was entscheiden wir und was wir machen. Sie sagten, wir gehen mit. Wohin, Petrus? Sie gingen zum See und sie stiegen ins Boot. Sie gingen zurück in ihren alten Job. So die Bibelschule, die 3 Bibelschulejahre, sie sind vorbei, Jesus ist weg und sie sind arbeitslos. Dann gehen wir zurück eigentlich zu unseren, was wir daran verstehen, wo wir leben können. Und dann gingen sie und sie fingen sie an zu arbeiten im See. Petrus war ein Fischermann von Beruf. Er wusste genau, wie man Fische fangen kann. Deswegen ging er zurück und wollte er das weitermachen. Er wusste wie. Er war ein Experte in dieser Hinsicht. Aber in jener Nacht fingen sie nicht. In dieser Nacht fingen sie überhaupt nicht. Die Experten gingen sie dort und sie haben die ganze Nacht gearbeitet und dann am Ende kein einziger Fisch. So ihre Expertise hat ihnen nicht beigebracht und ihre Wissen hat ihnen nicht beigebracht. Weißt du, warum haben sie nichts gefangen hier? Weil sie ohne Jesus unterwegs waren. Wenn du ohne Jesus unterwegs bist, dann scheiterst du am Ende. Wird dir nicht gelingen, dich zu versöhnen mit dich selbst, mit dieser Gesellschaft, mit deiner Familie, mit den Menschen, die du tief verletzt hast. Ohne Jesus wird uns auch als Gesellschaft nicht gelingen, diese Pandemie zu überleben. Deswegen sind wir depressiv und deprimiert. Bitte nicht ohne Jesus unterwegs. Ich muss dir etwas sagen. Mit Jesus und das Leben ist schwer. Und manchmal frage ich mich, wie überwältigen die anderen Menschen, die Jesus nicht kennen? Dieses Leben ist grausam. Und besonders diese Zeit ist grausam, ist schwer. Mit Jesus ist schwierig. Und ohne Jesus, das muss eigentlich eine Katastrophe sein. Und heute möchte ich dich einfach zu diesem Jesus einladen. Probiere das einfach mit ihm. Die junge Jesu, sie haben die ganze Nacht versucht, etwas zu fangen. Und sie fangen nicht. Warum? Weil Jesus nicht dort war. Ich scheitere jedes Mal, wenn ich ohne Jesus Sachen versuche. Jedes Mal. Ich kann ohne Jesus Menschen nicht vergeben. Ich kann ohne Jesus Menschen nicht lieben. Ich kann auch ohne Jesus Menschen nicht tolerieren. Aber weil Jesus mich geliebt hat, hilf mir, anderen zu lieben. Nicht, weil ich ein guter Mensch bin, sondern aus Dankbarkeit, was Jesus in meinem Leben getan hat. Weil Jesus mich innerlich geheilt hat. Darum habe ich Geduld mit Menschen, die mich verletzt haben oder verletzt werden. Weil Jesus Christus mich
größere Sachen verziehen hat. Deswegen habe ich Geduld und Verständnis. Nicht, weil ich gut bin, sondern weil Jesus so mit mir umgegangen ist. Und heute bete ich, und viele Leute haben vor dieser Konferenz und auch vor diese Seminare gebetet, dass du Jesus in deinem Leben einlädst, dass er in deinem Schiff, in deinem Zuhause reinkommt und etwas macht. Die ganze Nacht und sie fingen nicht. Aber Jesus hat nicht sie zur Rechenschaft gezogen. Jesus sagte, oh, sie haben mich verlassen, dann verlasse ich sie auch. Jesus hat nicht gesagt, ja, diese ungläubigen Menschen, warum gehen sie mit mir um? 3 Jahre lang habe ich mich um sie gekümmert. Nicht Jesus, weil Jesus sie geliebt hat. So, sie waren in dieser dunklen Nacht. Ich stelle dir vor, einfach in dieser dunklen Nacht am Morgen, sie sind gescheitert, sie sind deprimiert, sie sind depressiv, das Leben ist einfach zu Ende. Und dann steht wortwörtlich in der Bibel, als es schon am Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. In ihren Scheiten, in ihren Enttäuschungen, in ihren Problemen. Wir haben gesehen, dass die Frauen, die Angst gehabt haben, wie man diese Stein weggerollt wird, Gott hat sie überrascht. Und hier Jesus überrascht die junge Jesus, überrascht Peter und die anderen und sagte, als er morgen war, stand Jesus am Ufer und hat die junge Jesus angeguckt. Meine Botschaft an dich heute, Jesus steht am Ufer. Das Ende ist noch nicht da. Er steht am Ufer, er guckt dich an und er guckt mich an. Er sieht deine Situation und er sieht meine Situation. Was für eine Hoffnung, dass wir wissen, dass wir nicht alleine sind. Du bist nicht alleine. Und das ist, was mir Halt gibt. Wenn ich in Verfolgung bin, wenn ich in Probleme bin, was mir Halt gibt, Jesus steht am Ufer. Er schaut dich an, er guckt dich und er wartet auf dich. Meine Botschaft an dich heute, egal wie lang die Nacht sein wird, morgen kommt, wo Jesus am Ufer steht, wo du das Licht Gottes erblicken kannst. Du bist nur ein Wunder, ein Gebet von einem Wunder, die in deinem Leben passieren wird. Bleib dran. Glaub daran. Jesus steht am Ufer und wartet auf dich, auf mich. Er wartet auf uns als Gesellschaft, zu ihm zu gehen. Und ich hoffe, dass du zu ihm heute Ja sagst. Und insbesondere in dieser Pandemiezeit, wenn du jemanden verloren hast, der gestorben ist, und wenn dieser Mensch an Jesus Christus glaubt, im Augenblick, wenn wir sterben, Jesus steht am Ufer. Was für ein Trost. Was für ein Trost für dich, für mich, für uns allen. Wir sind nicht alleine. Du bist nicht alleine. Als ich zum Glauben gekommen bin, wurde einmal festgenommen wegen meinem Glauben. Und ich wurde in einem Kellerloch oder einen Untergrund gebracht in einem dunklen Zimmer, wo ich nicht stehen könnte oder liegen oder sitzen könnte. Und ich war 7 Wochen lang in diesem dunklen Zimmer. Ich konnte meine Bibel nicht lesen. Und ich war manchmal so depressiv und so deprimiert. Und was mir getragen hat, ist die Worte Jesu Christi, der von sich sagte, ich bin das Licht dieser Welt. Und weil Jesus das Licht dieser Welt, dürfen wir diesen Ostersonntag feiern mit Gewissheit, der den Tod besiegt hat, kann dir und kann mir
und kann uns allen helfen. Jesus steht am Ufer und wartet auf dich. Das gibt mir Halt in der Verfolgung. Ich betreue viele Konvertiten, die den Islam verlassen haben. Und viele von meinen Freunden gehen durch eine sehr schwierige Zeit. Sei das in Flüchtlingslagern in Libanon oder in Irak oder in Libyen oder in der Wüste. Und viele von denen, was sie tagtäglich trägt, ist Jesus Christus. Ich komme zum Schluss mit dieser Geschichte. Ich war einmal im Irak, kurz nachdem die IS Mosul erobert hat in Nordirak. Die IS kam und hat Mosul zerstört, hat viele Menschen ermordet, Muslimen, Christen, Jesiden. Und viele Menschen haben Mosul verlassen und sie waren auf der Flucht. Ich war bei einem Besuch mit jemandem, der, als ich bei ihm war, er hatte einen Anruf bekommen von einer Familie, die auch auf der Flucht war, von Mosul. Und sie haben ihm gebeten, mit dem Auto zu fahren, um sie zu helfen. Und dieser Freund hat mich gefragt, ob ich ihn begleiten möchte, dass wir einfach diese Familie suchen. Und wir sind mit dem Auto gefahren und ich habe am Anfang Angst gehabt, weil wir durch die IS-Gebiete gefahren sind. Und nach einer längeren Fahrt kamen wir an, wo diese Familie war. Eine Frau, die im 8. Monat schwanger war. Sie hat 3 Kinder bei sich gehabt und ihren Mann. Und nach längerer Fahrt trafen wir diese Familie. Und wir haben diese Familie getroffen unter einem Baum in der Wüste vom Nordirak. Und wir kamen leider zu spät. Diese Frau starb schon, bevor wir angekommen sind. Und als wir dort kamen, haben wir gesehen, dass diese Frau unter diesem Baum liegt, mit ihrer Hand in ihrer Brust und hat das Kreuz festgehalten. Und vielleicht das war das Letzte, was sie gemacht hat. Starb sie. Sie hat ein Kind auf die Welt gebracht, das Kind hat geschrien. Die 3 Kinder versammelten sich um ihre Mutter und sie waren innerlich eingefroren. Ich kam dort an, ich war wütend innerlich. Wie kann so etwas passieren? Das Gesicht dieser Frau würde ich nie im Leben vergessen. Und weil mir die Worte, weil ich keine Worte gefunden habe, um irgendetwas zu sagen, habe ich entschieden zu schweigen. An das Gebet habe ich nicht gedacht. Und ich war auch innerlich so tief betroffen bin, obwohl ich diese Familie persönlich nicht kannte. Aber die Situation war so schwierig, weil ich auch an meine Frau dachte und an meine 3 Kinder gedacht habe. Und inmitten von dieser Situation hat der Mann von dieser Frau etwas gemacht, was mir tief bewegt hat. Das Kind schreit, 3 Kinder stehen dort, sie schauen nur ihre Mutter an. Situation so schwierig. Aber der Mann von dieser Frau hat etwas gemacht, was mir zum Nachdenken gebracht. Inmitten von dieser Situation fing er an, ein Lied zu singen. Und ehrlich gesagt, das war das Letzte, was ich daran gedacht habe. Und was für ein Lied? Er sang dieses Lied auf Englisch. Und wir haben auch die deutschen Worte für dieses Lied. Er fing dieses Lied zu singen. In Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht. Mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt im Sturm und Wind. Das ewige Wort, als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind. Der Herr der Welt,
verlacht, verhöhnt und von denen seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Sohn ein Ende fand, trug die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. Ich kannte dieses Lied und ich habe dieses Lied sehr, sehr oft gesungen vor diesen Ereignissen. Aber nach dieser Begegnung in Nordirak hat dieses Lied eine andere Bedeutung für mich bekommen. Und das ist, was mich hält. Unter diesem Baum in Nordirak, ich habe zu Jesus Christus gesagt, wenn ich je in eine schwierige Zeit komme, bitte gib mir dieses Lied und hilf mir zu singen und zu sagen, in Christus ist mein ganzer Halt. Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund. Was gibt dir Orientierung? Was gibt dir Sicherheit? Dein Gehaltszettel oder dein Glaube an Jesus Christus? Das beste Geschenk, was du heute bekommen kannst oder du weitergeben kannst, ist Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Und weil das Grab Jesu Christi leer ist, dürfen wir Hoffnung haben, auch in einer sehr schwierigen Zeit.